Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charu mit LP hinten dran und wir fahren fort mit Let's Play. Xenoblade Chronicles Eskalation und wie es eskaliert. Man denkt sich, boah, endlich ein Happy End. Und dann, tja, Happy End in Xenoblade. Okay, eigentlich ist es ja sort of more likely than you think, aber still. So, wir müssen jetzt Gisang folgen und hoffentlich können wir den Wolf und den Typen retten. Wäre noch nett. Weil sonst kommt da so ein herzerwärmende Szene und der denkt sich so, eines Tages werde ich vielleicht in die Fußstapfen meines Opi treten können. Dann sowas. Das geht doch nicht. Das ist der scheiß Vogel. Ja, cool, die haben es echt auf Profiane irgendwie abgesehen, ne? Kalter Wind, Berge des Wahns. Was soll denn? Und wenn es weiter runter? Ich glaube schon, ja. Und zwar, da sind wir dran. Was ist er denn? Oh nein! Gut, ich weiß, dass es noch einen Teil 4 gibt, deshalb weiß ich, dass er nicht tot ist, aber trotzdem. Oh. Ciao. Wie erbärmlich. Besiegt. Und erneut konnte ich nicht beschützen, woran mein Herz hing. Verzeiht mir doch. Für den Moment bin ich nutzlos für euch. Lasst mich zurück. Das Geroll der Jakul ist noch nah. Vollzieht meine Rache. Für Tolba. Kein Problem, Kumpel. In Rachegeschäften bin ich groß. Wo ist er denn, der dämliche Vogel? Da ist er. So, wir werden ihnen jetzt aber keinen fairen Kampf geben, sondern einfach... So. Sowas. Wer ist du? André der Gewiefte. So, dann wief mal weg von mir. Ist der Wolfen jetzt wirklich tot? Oh, komm schon, Spiel, bitte. Ihr seid zurückgekehrt. Erfolgreich? Hab Dank. Nun kann Tolba in Frieden ruhen. In Frieden ruhen? Wie könnte er, wissend, dass der Tod seiner Mutter ungesühnt blieb? Diese Gram besteht noch über die Schwelle des Todes hinaus. Und ich trage die Schuld daran. Es fehlte mir an Stärke. Erneut ließ ich einen Kameraden sterben. Sage Gisang, dass er wirklich zu schwach war, um Tolba zu retten. Sage Gisang, dass es ein auswegsloses Unterfangen war, Tolba retten zu wollen. Ja gut, das ist ja noch besser. Du warst wirklich zu schwach, aber du kannst in Zukunft stärker werden oder so. Er ähnelt wahrlich meinem Lehrmeister, treue Freundin. Wäre er noch am Leben, ach, er würde jetzt ebenso wettern wie ihr. Ich vermag mein Versagen nicht ungeschehen zu machen. Doch die Verantwortung dafür tragen, das kann ich. Von Stund an will ich nur noch ein Ziel erkennen. Stärke erlangen. Die Stärke, jeden einzelnen Ganglion zu töten, in dem auch nur ein Funken Leben brennt. Lobe Gisang für seine bedingungslose Hingabe. Warne Gisang, sich nicht zum Sklaven seines Hasses zu machen. Ja, er braucht zwar ein Ziel, aber... Für Schulk damals lief das nicht so gut. Für dich wird das auch nicht so gut laufen. Du brauchst auch andere Ziele im Leben, Kumpel. Dann sagt mir, was soll ich tun? Mein Geist ist in Aufruhr. Mein Blick getrübt von Verwirrung und Zorn. Ich bin ratlos. Was? Genug. Meine Unruhe wird sich nicht legen, indem ich hier kauere. Sobald dieser schwache Körper es erlaubt, widme ich mich wieder meinen Pflichten. Ich breche in Bälde auf. Eines noch. Es ist nicht viel, doch nehmt es bitte dennoch an. Du hast anstelle von Gisang das grollende Jakul besiegt, das Tolba Wolfen getötet hat. Er ist wirklich... Spiel, bitte! Oh. Na gut, dann will ich etwas anderes checken, und zwar... Wie weit es jetzt mit Murderous ist... 5 Herzen, sehr gut. Dann könnte ich ja nicht jemand anderen noch mitnehmen. Ja, Lau nicht. Den gibt's nicht mehr. Verschollen, sehr schön. Ich glaube, Hope ist noch nicht ganz so voll.
Gut, dann holen wir Hope und dann, ja, machen wir Nummer 4. So, und ich weiß, sehr professionell, aber was soll man denn machen? Wohnviertel und zum Deliverance Park. Boah, das Summe ist, ich habe keinen Tee mehr. Weder Tee noch Hustenbonbons. Aber ich habe isländisch Moospastillen. Davon will ich jetzt eine ganz, ganz böse essen, aber... ich weiß, aber ich muss aufnehmen. Ich habe sonst keine Zeit. So. Really? Nein. Wehe, Hope ist jetzt nicht hier, ne? Na, ist hier. Wisst ihr, was cool ist? Hope und Murder sind Kumpels. Auch wenn der Lebensspeicher jetzt gesichert ist, machen sich die Menschen doch immer noch große Sorgen. Ich hoffe sehr, dass ich dir weiterhin helfen darf. Gemeinsam können wir diesen Planeten zu einem besseren Ort für uns alle machen. Oh. Please, let me help. Dann lass uns jetzt gehen. Mit dir an meiner Seite kann ich jeder Gefahr trotzen. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, das stimmt. Weil ich eigentlich immer irgendwie allen Leuten den Arsch retten muss. So. Und wir haben 3 Level 60er Skills, also... Ja. Gut. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo der Typi ist. Ist er wieder im Verwaltungsbezirk oder... Ich fliege nur schnell. Aber ich glaube, dieser ist ja wirklich ein Coldress. Da ist der Laden. Oh, apropos Els Konzept. Konzeptkunst ist richtig cool. Und halt allgemein die Konzeptkunst ist cool. Vor allem wie in ULA, also die verschiedenen ULA-Konzepte. Leute. Ich glaube, auf der Wiki gibt es relativ viel von der Concept Art. Falls ihr Interesse daran habt, guckt es euch an. Das ist wirklich zu empfehlen. Echt schade, dass das Buch nicht auf Englisch draußen ist, weil ich würde wirklich gerne die ganzen Infos lesen, aber ich kann halt nicht. Ich kann halt kein Japanisch. So. Wir müssen zum Titan's Table, zum Tisch des Giganten. Das ist sogar ein Schnellreisepunkt. Einen kurzen Moment. So, schön aufbröseln. Das sollte jetzt eigentlich funktionieren. Wenn ihr seltsame Geräusche hört, das ist die isländische Moospastille, die ich gerade zerkauen habe. Weil das so nicht funktioniert. Es ist halt kein Husten. So, der Tisch des Giganten, der ist groß. Ich habe das vorhin noch nachgeguckt. Er sollte hier sein. Sollte, ne? Ah, das ist Schlacht von Emeria. Da ist er, glaube ich. Ah, da ist er. Gisang. Ist nicht direkt der Tisch des Giganten, aber ungefähr. Na, Kumpel? Oh, hoi, ciao. Lief euch just ein Mensch über den Weg, begleitet von einer Gruppe Panzerpuren? Nein, wir haben nichts gesehen. Nun, seid ihr noch bedankt. Ihr seht mich ratlos. Man hat mich völlig überrumpelt. Wie aus dem Nichts fiel eine Gruppe Panzerpugen über mein Lager her. Und während ich mich so tölpelhaft ablenken ließ, stahl dieser elende Mensch mein Schwert. Die Panzerpugen müssen unter seiner Kontrolle gestanden haben. Wie konnte ich nur zulassen, dass man mich so beschmachvoll des Schwertes meines Meisters beraubte? Diese Waffe bedeutet mir mehr als meine Ehre. Ich flehe euch an, treue Freundin, helft mir, sie zurückzuerlangen. Gisangs Schwert wurde von einem seltsamen Menschen gestohlen. Hilf ihm, danach zu suchen. Ja. Danke. Ich danke euch aus tiefster Seele. Also auf! Der ehrlose Schurke kann auch nicht weit sein. Er wird ja wohl der einzige Mensch hier in der Gegend sein, der Panzerpugen als Schoßtierchen hält. Es sollte uns keine Schwierigkeiten bereiten, ihn aufzuspüren. Lasst mich das Areal hier absuchen, während ihr das Schlachtfeld von Orsim überprüft. Dieses Schwert ist Zeichen meiner Zugehörigkeit zu den 100 Höllenhunden. Ich muss es zurückholen, koste es, was es wolle. Okay. Da klaut man ihm prompt das Schwert. Nicht so gut. So, das Schlachtfeld von Orsim, wo ist das denn?
dem seltsamen Menschen wetten, ist es eine Divinianerin. Oder irgendein Verräter-Typi. Aber wahrscheinlich eine Divinianerin. So, besten nicht in die Festung hinein crashen. Das ist das Schloss von Orsim. Ah, das Ding droppt goldene Xedom. Musst du die just hier stehen? Die hier neben dem scheiß Ding? Das man kaum auseinandernehmen kann. Selbst mit Level 60er Skills. Na gut, wer bist du? Wer bist du? In dem Anzug. What the fuck? Also ein bisschen deplatziert wirkt die ja schon. Ah, sieh an. Ein Mensch, eine nette Überraschung. Normalerweise führen sich eher wenige Kunden in diese Gegend. Erfreut, eine Bekanntschaft zu machen. Mein Name ist Moore und ich bin Waffenhändler. Meine Kunden sind Reisende, wie du zum Beispiel. Ja, ein fahrender Händler, natürlich. Erkundige dich nach dem Waffensortiment. Behaupte, dass Moore Gisangs Schwert gestohlen hat. Ein seltsamer Mensch. Hast du zufällig ein Schwert gestohlen? Das ist jetzt die bessere Wahl. Beschuldigen oder nachfragen? Ich weiß nicht. Ich bin nur ein einfacher kleiner Händler, mein Freund. Dass du mir einen Diebstahl überhaupt zutraust. Wollen wir nicht lieber aus Geschäft reden? Du hast ein paar sehr interessante Sachen bei dir. Finger weg von meinen Waffen. Ich könnte dir das volle Magazin meiner Schnellfeuerpistole zum Tausch anbieten. Jede einzelne Kugel direkt in deine Brust. Lass mich dir mit einer kleinen Demonstration meines Waffenarsenals unterhalten. Wichtig. Warum passieren solche Sachen eigentlich ständig uns? Was soll der Scheiß? So, ich hab keinen Bock. Was wir jetzt machen werden? Wir eskalieren. So. Gut. Niemand legt sich mit mir an. Niemand droht mir. So, schön konzentrieren. Oh fuck, oh fuck. Oh nein, 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 das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Das ist sehr, 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 sehr scheiße, warum ich jetzt gerade ausflippe. Der Sidom, der Sidom, der Sidom, der Sidom ist aufgewacht. Der fucking Sidom ist aufgewacht. Weckt ihn, schnell! Cutscene Power to the Max! Oh Gott, das hat mein armes Herz jetzt nicht gebraucht. Mein Gott, du bringst uns in solche Gefahr, das wirst du... Beim großen Streiter, was sind diese Überreste, Charu? Das waren die Pugen. Ja, waren. Betonung auf waren. Wahrhaftig, jeder absonderliche Mensch, dem wir auf den Fersen sind, hetzt euch Panzerpugen auf den Hals. So war eure Suche erfolgreicher als die meine. Und grämt euch nicht, dass er floh. In dieser Richtung kommt er nicht sehr weit. Ich werde ihn nicht mit meinem kostbaren Schwert entwischen lassen. Warte auf mich, Kumpel. Ich liebe es, wenn sowas passiert, aber gut, dass wir Level 60 sind, sonst wäre das nicht so gut gelaufen. Das kann ich euch versprechen. Weil die Teile sind so Level... viel. Keine Ahnung, was für ein Level hat das Ding. 52! Strontium-Xidum. Das war jetzt vielleicht ein bisschen sehr gewagt, aber was soll's. Oh, wieder Cutscene-Power. Sehr gut. Hä? Natürlich hat er überlebt! Yes! Genau sowas will ich sehen! Xenoblade! Yay! Was überschwinde ich hinter? Egal. Ich suchte meinen Meister. Ich fand Gegner. Es ist nicht gut. Das ist schlecht. Jetling, du hilfst. Du tötest sie. Bitte. Ich werde nicht weiter fragen, wie er es überlebt hat, aber es ist mir scheißegal.
Wobei, jetzt besitze ich hier meine Skills. How awfully forward. Tja. So, Leute, ihr könnt einfach eskalieren. Benutzt einfach irgendwas, was... Ja, genau, das hier zum Beispiel. So. Jo. Gut, und Elmar macht den Rest. Es tut mir leid, Hope ist zu Fuß kämpfen, das tut mir richtig leid, aber naja. Dem hier Pugen. Welch Aufruhr! Was hat das zu bedeuten? Ist es möglich? Tolba, du bist es! Beim großen Streiter, wie? Seltsamer Erdling fing mich. Er drehte sich um. Ich entkam. Ich treffe dich, Meister. Das ist gut. Hallo, Meister. Was interessiert mich dieser Schurke? Ich rede von dem grollenden Jakul. Tolba, ich wähnte dich tot. Ich sah die Bestie dich verschlingen. Ich sah es. Ich legte mir die Bürde auf, dein Tod zu rächen, wie den meiner Kameraden, die gegen die Gänglien fielen. Dummes Tier ist nicht stark. Ist schwach. Zu schwach für mich. Oh nein, oh nein, oh nein. Es ist eine Delfiniaderin, oder? Ich entkam. Ich lebe. Ich bin stärker. Du siehst mich an. Siehst Lohn vom Training. Ich traue meine Augen kaum. Ciao, seid mein Zeuge. Was geht hier vor? Was soll ich tun? Schlage vor, das Wiedersehen mit Tolba zu feiern. Er muss wie durch ein Wunder überlebt haben. Sage Gisang, dass es keinen Zweifel an Tolbas Tod gibt. Das hier muss ein Täuschungsversuch sein. Ihr habt recht. Tolba ist tot. Ich weiß es am besten. Ihr da, zeigt euer wahres Gesicht. Tja, ich kann nicht fassen, dass nicht einmal ein Brutian auf meiner Tarnung hereingefallen ist. Bin ich auf den einzigen getroffen, der ein Hirn hat? Was für eine Enttäuschung. Ich hätte euren peinlichen Trauerspiel in Silvalum liebend gerne eine amüsante Fortsetzung verpasst. Gebt euch zu erkennen und nennt eure Absichten. Aus welchem Grund erdreistet ihr euch, mich so grausam zu täuschen? Mein Auftrag lautet, gute Waffen zu beschaffen. Dein Schwert hat meine Aufmerksamkeit erregt. Reicht das nicht als Grund? Und deine menschliche Freundin hier hat auch ein paar Waffen dabei, die mindestens genauso vielversprechend aussehen wie dein Schwert. Sie werden äußerst nützlich sein, um den großen Plan der göttlichen Fortuna voranzutreiben. Ich werde sie mir holen. Oh, und das Leben nehme ich mir auch. Ja, Newsflash, Fortuna ist weg. Wirres Gewäsch! Aber wer mich derart um einen Kampf anfleht, soll auch einen bekommen. Die Pugen übernehme ich, erledigt ihr diese elende Betrügerin, Schau. Diese plumpe Falle soll sie bitter bezahlen. Ich hab's noch von Anfang an geahnt, wenn irgendwas seltsam erscheint, die Finianerin. Lass ich so wirklich nur sie erledigen? Na gut. Okay, wisst ihr, warum das jetzt so viel Damage gemacht hat? Ich hab auf, wegen, nein, ich will keinen Selene Oktakaien kämpfen. Ich habe auf meinen ganzen Skills einfach Humanoiden Killer XX drauf. Das ist nee, effektiv, sag ich mal. Hab's ja gesehen. Nagisang. Not bad. Ich habe gesiegt. Und mir scheint, ihr habt euch gleichsam wacker geschlagen. Ha, diese armen Narren sollten mir beinahe leid tun. Sie waren chancenlos, noch ehe der Kampf begann. Grinse und sage, dass ihr beide ein super Team seid. Sage, dass du auch fit genug für einen kleinen Zweikampf bist. Ja, wir sind ein super Team. Doch, doch. Wie wahr. Und welch treffliche Kampfgefährten hätten wir sein können. Wärt ihr nur auf Roth zur Welt gekommen. Ja, dann hätte ich eine Erinnerung. Das wäre auch noch schön gewesen. Wir hätten die Gänglien scharenweise in die Flucht geschlagen. Welch eine Verschwendung, dass ihr als Mensch geboren wurdet. Nein, es ist nicht, denn so konnte ich Elmar kennenlernen. Das ist keine Verschwendung. Aber sagt, steht euch nicht auch der Sinn nach einem kleinen Zweikampf unter Freunden? Ich muss euch die Früchte meiner harten Arbeit zeigen. Seid gewarnt.
Hast du denn das Schwert wieder? Du hast Holbers Doppelgänger besiegt und das Schwert wiedererlangt. Mit meinem Schwert kehre ich nun nach New LA zurück. Gewiss findet sich unterwegs der eine oder andere Ganglion, dem ich den Schädel einschlagen kann. Denn ich bin noch lange kein vollendeter Krieger. Und es sind noch lange nicht genug Ganglion krepiert, um den Verlust meiner gefallenen Kameraden aufzuregen. Ich mag den Typen, der ist mir sehr, sehr sympathisch. So. Das ist nicht mein Geld, das ist mein Geld. Ein süßer Abdusias. Okay, Leute, wir sind jetzt bei über 20 Minuten, das heißt... Das machen wir beim nächsten Mal. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht die Harmonie-Mission, vielleicht finde ich noch ein paar andere Missionen, die wir machen können. Ich muss aber etwas anderes vorher erledigen. Aber wir werden jetzt zuerst mal nach New LA zurückkehren, in den Verwaltungsbezirk. Ich muss da nämlich etwas noch gucken, ob es zufällig schon getriggert wurde oder nicht. Weil eigentlich sollten wir jetzt dadurch eine Quest freigeschaltet haben. Und dann, sobald wir die haben und was anderes, können wir eine andere Quest freischalten. Und auf die freue ich mich schon. So. Was für eine Quest, fragt ihr euch? Das würde ich auch gehen müssen. Oh, es regnet. Aber warum nicht? Das ist schönes Wetter. Oder ist hier noch irgendwas? Oder irgendwer in der Arsenalallee? Nein, scheint nicht der Fall zu sein. Ah, stimmt, wir müssen ja noch Harmoniegespräche führen. Das kommt dann auch noch lieber mal. So, ah, da waren Lara Nara und sein Boyfriend. Sehr schön. Ich liebe dieses Spiel. Das ist ein Hard Game geworden. Also auch mal vielen Dank an den lieben Salib, dass du mir das damals vorgeschlagen hast. Weil holy shit. Holy shit. Wer hat gedacht, dass ich mich derart in so ein Spiel verlieben würde? Aber es ist geschehen. Ah, scheint nicht der Fall zu sein. Nee. Lass mich bitte durch. Dankeschön. Hier noch vielleicht irgendwas? Ein Testhanger. Welche Neuigkeiten? Nö. Das könnte ja theoretisch bei den Mahnungen irgendwas sein. Aber ich glaube nicht. So. Oder? Oh, doch. Tatsache. Leute, wir haben noch eine Quest. Ich glaube, das ist die... Was ist denn jetzt hier kaputt? Leute. Das werden wir... beim nächsten Mal erforschen. Ich weiß, wie gesagt, Cliffhanger, aber meine Stimme ist tot. Ich muss langsam ins Bett. Und beim nächsten Mal können wir dann Dinge tun. Also, ich danke euch vielmals fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Also, ein schöner Ausblick. So, von hier aus. Ciao.